Hey ho, heute, wie gesagt, gibt's einen Kaiserschmarrn. Ja, und ich schau meinem Schatz jetzt mal mit der Cam auf die Finger und ja, schauen wir mal, wie sie es macht. Wenn ich richtig gesehen habe, hat sie schon angefangen mit dem Thermi. Dieses Rezept, was wir da jetzt drin stehen haben, ist nicht auf den normalen Chip vom Thermomix drauf, sondern ja. Na, kann man sehen. Ich hoffe, es wird scharf gestellt. So genießt Österreich. Den Chip haben wir uns mitgenommen, wo wir damals beim Herbie waren. Muss man die vorher trennen, mein Schatz? Hier steht doch drauf, 5 Eiklar. 5 Eiklar? Gut. Dann lassen wir sie schnell die 5 Eier trennen, hineinwerfen und gucken wir mal, was als nächstes kommt. Und ganz klar, wenn ihr das Rezept jetzt mitschreibt, dann könnt ihr das natürlich wahrscheinlich oder mit Sicherheit in jeder anderen Küchenmaschine auch zubereiten. Guckst du auch zu? Guckst du auch zu? Hm? Oh, no, no, no. Schwupps, 5 Eiweiß. Gerade eine Prise Salz. Ich wähle auf Stufe 3,5 drehen. Bin ja jetzt gespannt. Wahrscheinlich einmal aufquirlen. Aha, einen Eischnee basteln wir hier. Jetzt weiß ich auch Bescheid. Ja, was hätte es dann spannend sein? Das weiß ich doch nicht, was das wird. Kenne ich mich aus? Ui. Schnee. Winter. Nein, wir haben kein Winter. Es ist Eischnee. Gott sei Dank. Der wird jetzt in eine Schüssel umgefüllt. Dann kommt jetzt 150 Gramm Milch hinzu. Was heißt hinzu? Erst einmal rein in den Pott. 60 Gramm Zucker. Du langst mir immer auf die Seite, wo ich filmen will, mein Schatz. Ich bin ein Rechtshänder. Warum stehst du dann immer rechts? Rechts hin, Mensch. Mehr. Das sind das 55. 60. Ja, aber gerade so. Fast gegeizt mit dem Zucker. 120 Gramm Weizenmehl glatt. Also rein mit dem Mehl. Und ich bleibe jetzt einfach auf der rechten Seite stehen. Was kommt als nächstes? Ein Päckchen Vanillezucker. Okay. Also ich finde den Thermi einfach klasse. Das könnte sogar ich machen. Immer gesagt wird, der Thermomix ist was für Menschen, die nicht kochen können. Also da gehöre ich zwar nicht dazu und trotzdem habe ich den gerne. Das Becher nicht einsetzen. Gut. Währenddessen nach und nach die 5 Eiersorte durch die Deckelöffnung auf das laufende Messer zu geben. Jetzt aber schnell, du hast nur 18 Sekunden. 12 Sekunden. 10 Sekunden. 9, 8, 7. 6. 3, 2, 1. Zufügen Eischnee. Das macht jetzt gar nichts, da gehen wir nochmal in Gang zurück und machen wir das einfach nochmal. Du meinst, weil du zu langsam warst? Wir sind hier gerade am Diskutieren. Eigentlich hätte er jetzt der Thermi gesagt, Eischnee hier rein. Mein Schatz will es aber anders machen. Gut, wie sagen auch die Zuschauer immer, Schatz hat immer recht, hör auf Schatz. Machen wir das. Aha, handmade. Ja, nur. Nur? Ja. Ist es dann leckerer? Ja. Und wenn du nur mal wieder zu mir so zärtlich wärst.
Au! So, jetzt ist gut. Jetzt ist gut? Ja, jetzt ist gut. Okay, also schön untergehoben. Heute kommt die andere AMT-Pfanne zum Einsatz, die ich beim Beef Buddy bekommen habe. Erst einmal ordentlich vorheizen. Was klatschst du hinein? Butter. Ein Butterflöckchen. Das ist ja flockig, nicht ein Flöckchen. Ist das ein Sauerländer-Butterflöckchen? Das weiß ich nicht. Wisst ihr, was mir gerade so eingefallen ist? Eigentlich hätte ich heute ja noch Rosinen schön in Rum einlegen können. Mist! Verdammte Axt aber auch, jetzt haben wir gar keine Rosinen mehr. Oh, schade drum. Nein, ich kann nicht, tut mir leid. Mhm. Ja, war halt arbeiten, sorry. Ja, wie gesagt, hätte ich dran gedacht, hätte ich noch welche holen können, aber naja. Klappe zu, Affe tot. Mach mal ohne Rosinen weiter. Du musst jetzt aber schon auf mich warten. Leute, und dran denken, immer noch Rosinen im Haus haben. Au, 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 au. Jetzt habe ich gerade was gesagt. Ich habe gesagt, wir könnten auch Bacon reintun, aber das fand mein Schatz gerade nicht so lustig. Was machst du da für Experimente? Gucken, was der schon für eine Farbe da unten hat. Und? Kannst du das nicht einfach so in die Luft werfen? Bin ich Busfahrer oder bin ich Koch? Du bist Schatzi. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Ja, also eine goldgelbe Farbe. Und dann hol mal dein Hiwi zum Essen, weil der ist jetzt gleich. Tja Leute, ich war so frei und habe heute wesentlich früher Feierabend gemacht da hinten, aber jetzt schreien wir ganz einfach mal schnell nein. Hiwi, essen! Zackig! Wo treibt er sich denn rum? Du Blutsakrament, was machst du denn wieder? Abkleben. Schau, dass du zum Essen kommst, zackig! Lass alle stehen und liegen und komm! Zack, 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 zack! Lichter ausmachen! Lichter ausmachen! So geht das. Kann auch gehässig sein. Mhm. Jetzt schauen wir mal, wie weit Schatz mit dem Kaiserschmarrn ist. Ich habe Glück gehabt. Jetzt habe ich Glück gehabt. Bin gerade noch rechtzeitig gekommen. Ja. Aha. Du machst hier einen Streifen und machst den Streifen immer klein, oder wie? Ja, das wird dann so verzuppelt. Okay. Da fehlen die Rosinen. Puderzucker drüber. Ja, und dann kann man die erste Portion verspeisen. Lecker schmeckt's auf alle Fälle. Auch wenn jetzt keine Rosinen drin sind. Naja, können wir jetzt auch nicht ändern. Und hängt schon wieder ein Bart drin? Das bleibt er jetzt wieder. Noch nicht, aber lecker ist es. Gut. Also, Freunde, auch ohne Rumrosinen kann ich das jetzt wärmstens empfehlen. Danke, mein Schatz, hast du ganz lecker gekocht heute. Man könnte jetzt auch noch Kugel Vanilleis drauf machen. Eine Kugel Vanilleis wäre auch noch eine Sache. Ja.
oder die Krönung, ja. Oder Äpfel reinschnibbeln? Äpfel, oder? Äpfel nicht? Oder vielleicht dann hinterher noch. Weiß nicht. Also mit Weißnicht könnte es auch noch lecker sein. Mhm. Aber mit der Kugelfennel ist bestimmt. Okay. Ja, Leute, das war dann jetzt unser kurzes Thermomix AMT Video zum Kaiserschmarrn. Wir sehen uns. Ciao.